Mahlzeit. Schon einmal ging ich hier durch diesen Flur. Damals war ich... Ja, renn mal weg. Damals war ich drum und dran, voller Stolz diesem Lager beizutreten. Heute bin ich froh, nicht mehr zu diesem Lager zu gehören. Denn Gommes Tyrannei greift hier um sich. Und für all seine Vergehen werde ich Gommes, den Herrscher des alten Lagers und obersten Erzbaron und einzigen Erzbaron, der hier noch lebt, bis auf Raven, der sich nur tot stellt, für seine Vergehen richten. Hallo! Wie bist du denn hier reingekommen? Moment. Bist du nicht diese Pestzecke gewesen, die unsere Leute in der freien Mine kalt gemacht hat? Deine Leute hatten kein Recht, dort einzufallen. Ich habe diesen Anflug von Größenwahnsinn nur wieder korrigiert. Du hast Mut, so mit mir, Gomez, zu sprechen. Aber es war ziemlich dumm von dir, hier einfach aufzutauchen. Ich werde persönlich sicherstellen, dass du mir nie wieder in die Sonne spucken wirst. Das Duell beginnt nun. Ja, ja, er kann natürlich auch blocken, klare Sache. Das muss ich ihm lassen, aber mit Uriziel war das hier eine schnelle Nummer. Inners Zorn, ein sehr geiler Name für ein Schwert. Schauen wir uns gleich mal an. 110 Schaden, fast so gut wie Uriziel. Ich zieh's einfach mal an, einfach weil ich's kann. Was hat Gomez denn so dabei? Den Ring der Unbesiegbarkeit. Das ist sehr lustig, den jemandem abzunehmen, der gerade besiegt wurde. Noch ein Amulett mit Geschicklichkeit und Stärke und natürlich hier ein Kerkerschlüssel und ein Gommes-Schlüssel öffnet Gommes Truhen und die Lagerraumtüren im Keller der Erzbarone. Her damit! Das schnappe ich mir alles direkt mal und ich würde sagen, zur Feier vom Sieg über Gommes werde ich zunächst einmal seinen Thron besteigen. Jetzt herrsche ich hier über das alte Lager und Syra fächert mir Luft zu. Was sie natürlich nicht muss, denn sie ist jetzt wie alle hier frei. Ich meine natürlich Seraphia. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Doch, ich darf und du darfst auch mit mir reden. Wir dürfen jetzt miteinander reden, stell dir vor. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Naja, sie wird schon noch drauf kommen. Ich wünsche dir alles Gute, Seraphia. Wäre irgendwie cool gewesen, wenn man die nochmal in Gothic 2 getroffen hätte, weil diese ganzen Frauen, über die erfährt man ja nichts in Gothic 1. Und irgendwie wäre es cool gewesen, die nochmal getroffen zu haben, so. Einfach um mal normal mit denen reden zu können, ne? Weil in Gothic 2 gibt es ja viele Frauen, mit denen man normal reden kann. Genauso wie mit den ganzen Männern, aber wäre auch noch cool gewesen. Das sind so Gedanken, wo ich mir denke, irgendwie, die könnte man da im Remake noch umsetzen, ne? Okay, die sind frei, aber ich hoffe natürlich in Anbetracht von den ganzen anderen Kriminellen, die jetzt auch rumrennen und es keine, nur noch Anarchie gibt, dass die auch irgendwie, ja, keine Ahnung, dass jemand die ein bisschen beschützt, das hoffe ich schon. Ich wäre ja schon gern dieser jemand, aber ich habe jetzt hier Dinge zu erledigen, die Welt retten und so weiter, versteht ihr? So, wenn ich mich jetzt, sie liegt nicht im Bett, also wenn ich mich noch ein bisschen weiter nach links drehe, dann kommt der Part, den ich jetzt leider für euch zensieren muss. Beziehungsweise doch nicht, denn sie trägt ein Bikini. Velaya. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Alles klar, also ich weiß, dass die in der amerikanischen Version von Gothic auch ein Bikini trägt. In der deutschen auf dem PC bisher nicht, aber die wollten sich hier wahrscheinlich einheitlich einfach machen. Und haben vorsichtshalber mal selber alles zensiert. Das macht es für mich natürlich ein bisschen leichter, weil dann muss ich hier nichts zensieren wegen der YouTube-Regeln und so, aber ihre Füße schauen leider aus dem Zuber raus. Das zerstört ein bisschen diese Show. Sie wäscht, schaut mal, wie sie sich freut. Sie wäscht Gommes Schmutz von sich ab und sie genießt es wirklich sehr, sehr intensiv. Das kann man anders nicht beschreiben. Der volle Genuss. Auch sie zieht hier jetzt mega die Show ab. So, wisst ihr, mega die ganze Zeit unter der Knechtschaft von Gommes gewesen und so weiter. Und so, aber anstatt jetzt irgendwie
daraus ein großes Problem zu machen, genießt sie einfach, eine Show abzuziehen. Alles klar, viel Spaß noch. So, Truhe, Armbrust, Schaden und der hat auch noch eine Trollfaust am Start. Und einen Rachestahl, der immerhin Schaden 92 macht. Nicht schlecht. Sie zieht eine Show ab, schaut sich an. Ich kann es nicht anders sagen, Mann. Velaya, ich sehe da schon ein gewisses Talent, muss ich dir sagen, wie es ist. So, hier, ein Trank der Stärke, den werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Klare Sache, Geschwindigkeitstrank ist auch am Start, falls Gomez mal schnell von A nach B kommen muss. Dann kippt er sich den rein, so wie ich mir jetzt den Stärke-Trank reinkippe. Boah, ich glaube, ich habe von dem Feuermagier jetzt nochmal einige Geschwindigkeitstränke erhalten, weil ich habe jetzt irgendwie mehr als vorher. Also ich weiß, dass der jede Menge hatte, aber ich wusste gerade nicht mehr genau, was für welche und wie viele und so. Ich habe beim Bluten nicht so sehr drauf geachtet. Torres leider, der leider auch drauf ging durch Gomez Befehle. Boah, hab ich viele Amulette und Ringe. Das ist ja der Wahnsinn. Habe ich eigentlich auch einen Feuerregen? Rune? Scheinbar nicht. Aber Gomez Thron, hier oben werde ich natürlich auch nochmal besteigen. Um mich einmal kurz wie hier der Herrscher zu fühlen. Der Herrscher, aber nicht der Tyrann. Denn nur weil ein Tyrann jetzt hier niedergestreckt wurde, muss er nicht auf dem Fuße direkt der nächste folgen. Von daher werde ich jetzt mich mal hier wieder verpissen. Velaya, ich werde die Türe wieder zumachen, weil ich natürlich nicht will, dass hier noch irgendein fieser Gardist von draußen reinspickelt, während du deine Show abziehst. Aber ich wünsche dir alles Gute. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Und gute Waschung, gute Sauberkeit. Ich sag's nochmal, dein Talent hier eine Show abzuziehen ist durchaus gegeben. Alles Gute, ciao. So, machen wir hier die Türe zu. Und überlassen wir Laia im Schicksal, in der Hoffnung, dass sie natürlich hier guten Weg rausfindet und so weiter. Die ganzen Frauen könnten sich vielleicht auch verbünden. Was wollte ich jetzt? Genau, Kerker. Jetzt werden wir Stone befreien. Stone, den Schmied, den Bartolo. Und auch Gomez haben wir uns ja schon wissen lassen, dass der hier unten im Kerker gefangen gehalten wird. Und er scheint auch Prinzipientreue bewiesen zu haben, was ich durchaus schätze, indem er sich nicht in Gomez Pläne hat reinziehen lassen. Alter, hier ist schon wieder eine halbnackte Frau im Keller. Was geht ab? Syra joggt auf dem Laufband. Okay, viel Erfolg. Alles Gute, ja? Keine Angst, Mann. Von mir braucht ihr keine Angst haben, aber ich kann natürlich verstehen, dass das jetzt alles ziemlich verwirrend war, was hier abging. Und deswegen, ja, viel Spaß noch. So, hier eine Blutschneide. Und hier eine krasse Aussicht runter in die Kerker. Aber ich glaube, dass diese Türe hier gar nicht zu den Kerkern runter führt. Pfeile, hier wurde einer in den Rücken geschossen, fieserweise. Denn hier ist einfach dieser Lagerraum und so weiter. Und hier ist auch der Zugang zum Marktplatz. So gelangt man nämlich wieder in den Außenring. So komme ich jetzt doch noch in den Außenring auch. Ohne das Tor zu öffnen und ohne einen auf Fleischschwanze zu machen. Na klar. Sehr gut. Das heißt, so könnte ich mich theoretisch jetzt doch noch mit Taurus anlegen. Aber ich nehme mal an, dass der immer noch unbesiegbar ist. Was geht bei Syra ab? Immer noch hier auf dem Laufband. Okay, viel Spaß noch. In dem Sinne, Leiter hoch. Ich lasse die Türe mal offen, dass sie auch rauskommt, falls sie das möchte. Okay. So, dann werden wir jetzt Stone den Schmied befreien, während da oben schon langsam die Sterne aufgehen. Aber er wird noch ein bisschen bis zum nächsten Morgen warten müssen. Denn weil die Sterne aufgehen, will ich gerne erstmal bis zum nächsten Morgen pennen. Sorry, Stone, aber mach einfach ein bisschen, faste einfach ein bisschen ein paar Stunden. Auch gesund. Ne? Reinigt den Körper so, klärt den Geist. Viel Erfolg. Halt, schauen wir mal, was da unten noch so abgeht. Ein alter Bekannter. Bullet. Hey du. Du schon wieder? Ich hätte dich schon am ersten Tag im See versenken sollen. Damals hatte ich keine Chance. Jetzt ist genau das Gegenteil der Fall.
Du Wurm. Ich hoffe, dass du es mir nicht so einfach machst wie beim ersten Mal. Das war der Typ, der am Anfang mir die Faust ins Gesicht gegeben hat. Furchtbringer heißt sein Schwert. Naja, hat mir jetzt nicht so viel Furcht gebracht. Hat mir er den Sieg gebracht und ihm aber nicht. Er hat eher dafür gesorgt, dass er sich jetzt von mir fürchten sollte. Naja, Bullet, ich werde dich nicht killen. Nö, das ist... Ich finde das irgendwie viel zu... Verdammt! Ach, das ist der einzige Gardist, der vor einem wegrennt. Vielleicht, weil er niedrigeres Level hat. Was bewirkt... Ah! Aha, interessant. Jetzt kommt Bullet nicht mehr an mich ran. Gut. Und hier habe ich ja jetzt den Schlüssel für die Kerker. Wollen doch mal sehen, wo Stone gefangen gehalten wird. Hier auf jeden Fall nicht. Die ganzen Kerkertüren lasse ich trotzdem offen. Lauter Skelette liegen hier rum. Die tun mir leid, wurden einfach ausgehungert. Auf Gomez Befehl hin. Hier auch keine Spur von Stone. Aber diese Zellen sehen ziemlich cool aus mit den Fackeln, die hier brennen. Und wie riesig die auch sind. Oha. So, hier, Stone, der Schmied. Da steht er. In seinem löchrigen, orangenen Unterhemd. Na, hey, ich kann hier gerade nicht springen. Warum? Ich wollte gerade einfach so einen coolen Sprung auf ihn zumachen. Ach so, natürlich, weil ich den falschen Knopf drücke. Passiert manchmal. So, ich zeige, was ich eigentlich machen wollte. So, sowas. Hallo. Was willst du? Du siehst nicht aus wie einer von Gomez' Schergen. Ganz ruhig. Stimmt. Ich gehöre nicht zu Gomez. Wie bist du dann hier reingekommen? Gomez hatte den Schlüssel zum Kerker. Er hat ihn mir überlassen. Du willst doch nicht andeuten, dass du Gomez aus dem Weg geräumt hast. Doch, will ich. Junge, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Freut mich aber, dass dieser dreckige Halsabschneider endlich das bekommen hat, was er verdient. Aber warum hast du mich befreit? Ich habe gehört, dass du im Kerker bist und habe die Gelegenheit genutzt, um Gomez ruhig zu stellen und dich zu befreien. Hab Dank. Ich stehe in deiner Schuld. Triff mich in der Schmiede. Dort reden wir weiter. Wir sehen uns. Einer der legendärsten Verabschiedungen in Gothic. Ich gehe einfach mal ein Stück mit. Ich finde es richtig cool, wie er geht. So würdevoll und stark. Ja. Und diese Würde verdankt er einfach dem Umstand, dass er seinen Prinzipien treu geblieben ist. Er hat sich nicht für Gomez' Zwecke einspannen lassen. Das hat ihm zwar die Zeit im Kerker eingebracht, aber aus dem wurde er jetzt wieder befreit. Und somit hat es sich am Ende ausgezahlt. Jetzt, wo der Schreck des alten Lagers hierher kam und Sorry, die Sache mit dem Gitter. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass der es dagegen rennt. Okay, jetzt bist du wirklich... Ey, Finger weg von Stone. Ha! Jetzt musst du dran glauben, was erleben. Steck die scheiß Waffe weg. Ha, jetzt ruhig, ey. Ach, geil, ey. Ich zieh mal wieder Orizel an. Wieder einfach... dann noch einen Spruch raushaut. Der haut den um und dann haut er auch noch einen Spruch raus. Rigoros Stone weiß sich seiner Haut zu wehren. Sehr gut. Gehen wir zurück zur Schmiede. Komm, machen wir einen Transfer. Nochmal, weil wir transferieren quasi mehr Power in die... in den Gegenstand rein, der jetzt gleich nochmal verbessert wird. Die Türen sind hier bereits offen. Okay. Warum auch nicht? Keine Ahnung, warum sind die offen? Naja, egal. Vielleicht habe ich sie mal aufgemacht. Da bist du ja. Da du mich aus diesem Rattenloch befreit hast, hast du was gut bei mir. Mann, ich habe mir überlegt, da es nicht viel gibt, was ich dir geben kann, werde ich dir etwas schmieden. Könnte ein Ring sein oder etwas Vergleichbares. Natürlich wähle ich die Option... meine Rüstung verstärken zu lassen. Kannst du mir diese Erzrüstung verstärken? Natürlich kann ich sie verstärken. Gib sie mir und warte kurz. Die Rüstung hat sich kurz in einen Stab aus Rohstahl verwandelt.
der jetzt einmal die 0815 Schmiedeprozedur durchgeht. Hier ist die verstärkte Rüstung. Damit habe ich meine Schuld beglichen. Geil. So, diese Wir sehen uns. Ah, jetzt sagt er das so. Nicht mehr so angepisst. Geil, das wusste ich gar nicht mehr. Verbesserte Erzrüstung, Schutz vor Waffen 100. Hä, wo geht's denn jetzt hin, Alter? Verstehe ich nicht, was macht denn der jetzt? Hallo. Warte mal. Warum hat man dich in den Kerker geworfen? Gomez. Der Bastard hat mir unterstellt, dass ich gemeinsame Sache mit den Feuermagiern machen würde. Nur weil ich der beste Schmied im alten Lager bin, konnte ich meinen Kopf retten. Er hat mich in dieses Rattenloch werfen lassen und immer nur dann rausgelassen, wenn er meine Fähigkeiten gebraucht hat. Wir sehen uns. Keine Sorge, deine Fähigkeit wird er nie wieder brauchen. An dem Ort, wo er jetzt ist, braucht man keine Rüstung. Hä? Hä? Geht der freiwillig zurück in Kerker oder was? Verstehe ich nicht. Na, der hat wahrscheinlich einmal eine Runde gedreht und jetzt geht er zurück in die Schmiede. Okay. Okay. Verstehe ich nicht. Der verhält sich gerade so richtig wie jemand, der was zu verbergen hat und irgendwas plant. Wie auch immer, jetzt geht er zurück in seine Schmiede, das freut mich auch. Und ja, der könnte doch sich so ein bisschen um Velaya und Syra und so weiter kümmern und die ein bisschen beschützen. Weil er hat schon mal Prinzipientreue bewiesen, fände ich passend. Und so erkläre ich das mir auch in meinem Kopf drin, versteht ihr? Und wenn der richtige Moment gekommen ist, wird er gemeinsam mit seinen Mädels flüchten. So, und jetzt werde ich nochmal auf dieses Erfahrungsthema zurückkommen. Geil. Hey, es fehlen, dass es so klimpflich ausgeht, hätte ich nicht gedacht. Es fehlen nur noch 70 Erfahrungen, beziehungsweise 65. Und dann habe ich das Level einfach voll. Dann kann ich noch Schwarzmagier werden. Es hat alles so gut geklappt, das hätte ich ja nicht gedacht. Und ansonsten gibt es ja auch nicht mehr zu tun, gell? Ja, geil. Das heißt, wenn ich jetzt zu Xardas zurückgehe, kriege ich dort ja die Erfahrung für Orizil und so. Und dann kann ich bei ihm direkt Schwarzmagier lernen. Läuft! So, altes Lager. Das war mein letzter Ausflug hierhin. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche allen Leuten, die jetzt noch überlebt haben, alles Gute und eine gute Flucht. Das war wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir dieses Lager in diesem Let's Play nochmal erblickt haben. Aber an diesen Ort werden wir vielleicht eines Tages wiederkehren. Tschüss! So, Xardas Turm. Komplett andere Atmosphäre. Komplett anderer Ort. Den man Gothic 2 übrigens auch wieder besuchen kann. Es hängt alles zusammen. Versteht ihr? So, wollen doch mal sehen, was Xardas dazu zu sagen hat, dass ich dies mächtige Schwert auf dem Rücken führe. Hey du. Ich habe Orizil aufgeladen. Unglaublich. Das Schwert hat seine alten Kräfte wieder gewonnen. Nun führst du eine wahrhaft mächtige Waffe. Oh ja. So, diese Rune hier will ich ja gar nicht. Aber jetzt will ich endlich deine coole Robe haben. Kannst du mich unterrichten? Ich kann dir nichts beibringen. Du hast nicht genug Erfahrung. Moment mal. Ich bin ja noch gar kein Level aufgestiegen gerade. Was muss ich jetzt machen? Xardas erwähnte, dass es einen Weg gäbe, wie ich die Kräfte von Orizil auch als Magier effektiv nutzen könne. Doch er wollte vor das aufgeladene Schwert begutachten. Ich sollte ihn aufsuchen. Oder könnte ich jetzt einfach in den Tempel rein, dann geht die Story weiter. Ich will eigentlich nicht. Ich probiere mal kurz, was passiert, wenn ich diesen Dialog mache. Scheinbar muss ich den gerade machen. Aber ich will eigentlich nicht die Rune, ich will schon das Schwert. Also von daher. Als Magier werde ich mich schwer tun, Orizil wirksam zu führen. Es gibt da einen Weg. Aber zuerst musst du der Klinge ihre alten Kräfte wiedergeben. Kehre dann zurück. Hab ich doch. Okay. Du erwähntest einen Weg, wie ich Orizil auch als Magier wirksam führen könnte.
Wenn du Uriziel genau betrachtest, wird dir der große, blau schimmernde Edelstein in der Klinge sofort auffallen. Er ist das Gefäß für die magischen Kräfte der Klinge. Wenn ich den Stein entferne, kann ich daraus eine Zauberrune herstellen, welche die Eigenschaften von Uriziel selbst in sich trägt. Eine Zauberrune aus Uriziel? Mit der Kraft der Rune wirst du deine Feinde ebenso besiegen wie mit der Kraft des Schwertes. Aber sei gewahr, dass nur ein Meister des sechsten Kreises der Magie eine solche machtvolle Zauberrune beherrschen kann. Entferne den Stein aus Uriziel. Nee. Oder kann ich das Schwert dann weiterhin führen? Geht es? Aber ballert es dann noch genauso krass rein vom Schaden? Naja, wie auch immer. Ich muss jetzt mal schnell noch irgendwo 70 Erfahrung herkriegen. Hier wird ja wohl irgendwo noch ein Viech durch die Gegend rennen. Natürlich werde ich jetzt nicht die Orkstadt platt machen wegen 70 Erfahrung. Nö. Aber ist vielleicht dort hinten nochmal irgendwie ein Feuerwaran gespawnt oder so? Könnte ja durchaus sein. Neues Kapitel, neue Viecher. Eine Menge neue Viecher sind ja hier in der Umgebung schon gespawnt in diesem Kapitel. Wie auch immer, ich will auf jeden Fall diese krasse Robe haben. Ach, geil, Alter. Also wer hätte das gedacht, dass es sogar ohne die Orkstadt zu plätten auf das Viech genau aufgeht mit der Erfahrung. Da sieht man mal wieder, meine Gutmütigkeit wurde belohnt, dass ich dann doch nicht so krampfhaft es drauf habe ankommen lassen. Geil, Alter. Das hat mich jetzt nochmal in verschiedenen Lebenskonzepten bestärkt. So, keine Ahnung, warum der auch einen Schaden genommen hat, aber irgendwas habe ich hier falsch verstanden mit der Erfahrung. Scheinbar bin ich doch noch ein bisschen weiter vom nächsten Level entfernt. Oder? Ja, ich bin ungefähr noch 3500 Erfahrungspunkte entfernt. Ups. Kann ja mal passieren, dass man sich ein bisschen verliest. Egal. Dann, ja, aber das, die müsste ich eigentlich auch noch voll kriegen, ohne die Orkstadt platt zu machen, oder? Irgendwie müsste ich das doch schaffen. Ich habe mich gerade schon so gefreut. Vor allem, ich habe schon gesagt, das hat einige meiner Lebenskonzepte so bestärkt. Das stimmt es nicht mal. Ey, so eine krasse Aussage, versteht ihr? Und die muss ich jetzt irgendwie wieder zurücknehmen. Nee, ich nehme die nicht zurück, weil es mich bestärkt hat. Ich muss mich halt nur noch ein bisschen mehr anstrengen, versteht ihr? Es ist ein Test. Ein Test meiner Prinzipien. Boah, Alter. Ganz schön schwierig mit der Situation klarzukommen. Ich höre seinen Atem. Ich spüre seinen Atem in meinem Nacken. Aber die zwei Feuerwehrreine, die geben halt auch schon 1000 Erfahrung. Also es muss eigentlich gehen, ohne die Orks platt zu machen. Vielleicht eher noch so ein bisschen durchs Orkgebiet an sich streifen. Und da... Weil wir haben ja vorhin schon gesehen, neulich schon mal gesehen, dass auch von diesen feindlichen Orks, die nicht in der Orkstadt sind, einige neu gespawnt sind. Vielleicht finde ich da noch ein paar. Es reicht ja schon ein paar. Oder vielleicht gibt es auch noch ein paar Gardisten im Außenring, im alten Lager, ich weiß ja nicht. Oder so ein Taurus, wisst ihr, so ein Taurus. Ich brauche ihn ja nicht killen, aber vielleicht einfach mal so ein Taurus besiegen. Das wäre schon nicht schlecht. Aber es geht wahrscheinlich nicht geil. Nach Lava Jesus folgt nun Wasser Jesus, wollte ich sagen. Aber es stimmt gar nicht. Es sah nämlich nur so aus, als könnt ihr auf dem Wasser laufen, weil das Wasser so seicht war. Moment mal. Vielleicht gibt es ja zum Beispiel auch der Dialog mit Urshak oder so, falls es nochmal einen gibt. Vielleicht gibt es ja auch nochmal genügend Erfahrung dann für ein Level-Up oder so. Schauen wir mal. Da steht er schon parat. Hey, was geht?
Nee. Keine Chance. Es ist verbracht. Ich konnte meinen Freund Milton dazu. Xardas erwähnte. Ja, ich frage mich, muss man das denn machen mit der Rune? Muss man das machen? Aber ich meine, das schon mehrmals so durchgespielt zu haben, dass ich quasi diese Rune nicht hatte. Ich, wisst ihr, es ist doch blöd da. Also ich finde es blöd, wenn man das Schwert nicht mehr hat, wenn man dann nur die Rune hat. Das finde ich einfach blöd. Es ist tausendmal epischer mit einem echten Schwert. Falls man aber das Schwert weiterhin auf dem Rücken hat und dann halt zusätzlich die Rune, okay, schön und gut, dann ist halt der Edelstein nicht mit dem Schwert, ist mir auch egal. Aber das Problem damit ist dann halt irgendwie noch so, vielleicht, dass die Waffe dann nicht mehr so krassen Schaden macht ohne diesen Edelstein. Ah ja, und die andere krasse Sache, das andere Problem ist, diese Todeswelle braucht so lange, um sie aufzuladen. Und wenn dann Gegner einen umkreisen, ist es ein bisschen schwierig, die wirklich zu wirken. Versteht ihr? Das ist auch gerade noch so ein Gedanke, den ich habe. Aber egal, ich meine, hier am Ende wird einem so eine Übermacht zuteil. Das heißt, wenn Uriziel dann nicht so krass wäre, könnt ihr mit einem anderen Zweihandschwert immer noch ordentlich was reißen. Das wäre jetzt an sich nicht das Problem. Gucken wir mal. Ich glaube, ich speichere einfach nochmal und probiere diesen Dialog vorher aus. Ich hätte halt gerne einfach mal nochmal den Erfahrungsschub, um jetzt Schwarzmagier zu werden. Jetzt bin ich nämlich wirklich so nah dran, dass da jetzt schon wieder ein bisschen so der Perfektionismus durchkommt. Aber ich werde dafür jetzt, oder ich will dafür eigentlich ungern die Orkshot opfern. Ja, es sind nur noch gute 1000 Erfahrungen. Ach, lächerlich. Das muss durch ein paar Viecher jetzt hier, die 1000 Erfahrungen, werde ich jetzt mal vollkriegen. Die Ganoven, ja, habe ich ja schon umgehauen. Da gibt es nicht mehr viel Erfahrung zu holen. Gibt es da vorne noch ein paar neue feindselige Orks, die vielleicht gespawnt sind? Ich glaube zwar eher nicht. Aber ich denke, das mal kurz abzuchecken ist trotzdem kein Fehler. Nee, nix. Die orkische Arena ist leer. Trotzdem nochmal hier ein paar coole Moves machen, einfach weil ich es kann. Zack, sehr gut. Ha, schon ein krasser Ort. Okay, in dem Sinne. Ja, aber jetzt bin ich schon beruhigter, nachdem ich jetzt gesehen habe, wie schnell ich diese 2000 Erfahrungen fast gerade voll gemacht habe, bin ich beruhigt, dass auch noch durch ein paar Viecher, die irgendwo unterwegs sind, das relativ schnell gehen wird. Klar, ich könnte auch einfach so ein paar Banditen im neuen Lager umhauen. Das wäre für mich immer noch so die Notlösung, weil die würden ja dadurch nicht sterben, versteht ihr? Dadurch würde ich die Erfahrung voll kriegen. Ich würde trotzdem im Gegensatz zum Ausradieren der Orkstadt nicht die alle komplett killen. Noch cooler wäre natürlich einfach hier durch irgendwelche Viecher, die unterwegs sind. Ich habe auch noch nicht alles abgeklappert. Zum Beispiel diese eine Höhle da. Hier. Da könnten auch noch Goblins oder was auch immer drin sein. So, streuen wir jetzt einfach noch kurz ein paar Minuten rum. Guck mal, zwei Maulrats nochmal. So, ganz ehrlich, so lohnt es sich wenigstens, diese Viecher. Ich habe schon so oft im Leben erlebt, dass die Dinge gerade so ausgehen. Dass es gerade so passt von allen Sachen. Nicht übermäßig viel, auch nicht übermäßig wenig, so, sondern dass es gerade so passt, wie es passen soll und dann am Ende funktioniert. Und ich habe so den Verdacht, dass es auch hier wieder so sein wird. Ja, jetzt sind es noch ziemlich genau 1000 Erfahrungen, die noch fehlen. Ich denke, mit Ach und Krach wird es irgendwie so hinhauen. Und wenn es notfalls auf ein paar Banditen umhauen hinausläuft, was auch kein Weltuntergang wäre. 60 Erfahrungen gibt es dann als eine Goblin auch. Hier unten latscht doch auch manchmal noch ein Baran rum. Vielleicht hier auch noch mal einer neu gespawnt inzwischen. Wer weiß? Naja, ich weiß. Sobald ich überprüft habe. Moment. Warte mal. Nee, kann nichts erkennen. Aber hier eine Blutfliege. Ganz ehrlich, wisst ihr, es könnte auch sein, dass am Austauschplatz und so weiter vielleicht doch noch ein paar Viecher neu gespawnt sind. Soll ich dir einfach mal der alten Zeiten willen hochrennen? Sollen wir mal schauen? Schauen wir einfach mal. Oder hier unten rennt vielleicht auch manchmal ein Varan rum, oder wie war denn das? Genau, was ich eben meine, da unten an diesem Strand,
gab es ja damals auch eine Goblin-Plage. Ich werde gleich mal schauen, ob da noch ein paar neue gespawnt sind. Erstmal hier den Scavy noch umhauen. Es läppert sich, versteht ihr? 10 Scavengers sind auch 700 Erfahrung. Ah, und da unten schleicht doch nochmal ein Varan rum. Perfekt. Das ist jetzt wieder wie am Anfang des Spiels, wo man sich über jeden Erfahrungspunkt freut. Und das macht halt irgendwie auch schon wieder was, nochmal zu was Besonderem. Jetzt hier zu guter Letzt nochmal die Erfahrungsjagd. Gell? Und dann fühlt es sich auch gut an, diese schwarze Magierrobe zu haben. Und da habe ich es mir auch wirklich verdient. Wenn ich jetzt einfach die Orkstadt platt mache, fühlt sich dann noch gut an, die verdient zu haben. Vielleicht auch irgendwie bei so einem Schlachtfest am Ende, kann auch manchmal Bock machen. Aber darauf will ich es eigentlich gar nicht hinauslaufen lassen. Meint ihr, in der Höhle ist ein neuer Lurker gespawnt? Schauen wir mal. Platsch. Ey! Ab durch den Wasserfall. Kommt ja manchmal vor, dass da drin auch neue Viecher spawnen vielleicht so. Nee. Aber in Gothic 2 ist hier, glaube ich, auch wieder ein Lurker drin. Bis dahin ist auf jeden Fall einer neu gespawnt. Wisst ihr, was irgendwie auch mal geil wäre? So Gothic 1 und 2 als ein großes Spiel. So, was dann gar nicht zwei verschiedene Teile sind, sondern das irgendwie so zusammenmodden oder was auch immer, in ein großes Spiel. Und dass dann das beide aus Beste aus beiden Welten zusammenkommt, dass zum Beispiel coole Features, die in Gothic 2 nicht mehr drin sind, aus Gothic 1 dann wieder drin sind. Wie zum Beispiel so, dass die Leute sagen, geh aus dem Weg oder dass es Flussströmung gibt und so Sachen. Und gleichzeitig andere coole Sachen aus Gothic 2, wie dass man, wenn man so einen Zauber wirkt, nicht unterbrochen werden kann und so, dass das dann hier ist. Das Beste aus beiden Welten in einem riesigen Spiel vereint, weil die Story knüpft ja nahtlos aneinander an. Und so könnte man dann quasi einfach ein riesiges Spiel draus machen. Es spielt ja auch sogar in derselben Welt, die sich dann natürlich ein bisschen verändern. Und dann könnte man zum Beispiel auch wieder Leitern und so aus Gothic 1, sodass die Burg dann zum Beispiel wieder so ist wie in Gothic 1, also schon mit den Texturen und so wie in Gothic 2. Aber ihr versteht, was ich meine. Einfach das Beste aus beiden Welten in ein großes Spiel vereinen. Alter, es sind nur noch 465 Erfahrungen. Das ging jetzt aber schnell. Die werden wir ja jetzt wohl irgendwie vollkriegen. Hä? Das wäre doch gelacht, wenn ich die nicht vollkriegen würde. Und dann schön mit der Schwarzmagier-Rüstung und einem Ulumulu auf dem Rücken durch die Orkstadt laufen. Das wär's doch. So, aber ich habe gesagt, ich will kurz zurück zum Anfang. Einfach nur kurz schauen, ob vielleicht doch mal irgendwelche neuen Viecher dort noch gespawnt sind. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gemacht habe, dann nochmal zum Anfang zurück. Na, vielleicht habe ich sogar in meinem letzten Let's Play gemacht und weiß es noch nicht mehr. Das kann durchaus sein, ne? Aber schauen wir mal, rennen wir mal da hoch. Die Barriere, auch geil, die nochmal zu sehen. Solange wir noch hier am Tageslicht sind und nicht im Schläfertempel durch die Dunkelheit irren. Solange das noch der Fall ist. Klar, ich könnte auch einfach einen Schläfertempel und da nochmal ein bisschen Erfahrung sammeln, aber ich weiß nicht, ob Xardas dann danach, wenn ich wieder rausgehe, noch da ist, damit ich beim Schwarzmagier lernen kann. Da bin ich mir nicht so sicher, weil der wartet mal die Story ab. Dann versteht ihr meine Zweifel. Okay, keine neuen Viecher. Aber jetzt sieht man auch, wie dieses Tor verschlossen wird. Na, jetzt kommt mir die Feindseligkeit der Gardisten ja gerade gelegen. Wenn die mich hier unbedingt angreifen wollen. Na, guck mal, so, ich habe da nicht mehr dran gedacht. Aber so wird mir jetzt hier doch noch Erfahrung zuteil. Manchmal muss man einfach nur den Weg, den man beschreiten will, gehen. Auch wenn man noch gar nicht weiß, welche Ereignisse auf dieser Reise dann genau dafür sorgen werden, dass das gewünschte Ergebnis eintritt. Versteht ihr? Okay, das waren es auch nochmal 200 Erfahrungen. Ja, rest in peace. Tut mir auch ein bisschen leid, weil die ja dann sogar eigentlich überlebt hätten. Trotzdem war es irgendwie cool zu sehen, wie hier das Tor sich schließt. Kann ich hier hochspringen? Scheinbar nicht. Bandit haben sie auch da dran genagelt. Hier irgendwo. Da scheint kein Weg zu sein, da anständig hochzukommen. Weiß nicht, ob es am Geschwindigkeitsdrang liegt oder ob es echt nicht geht. Ich meine, irgendwie jetzt hier über die Felsen rumklettern und so, kommt man da bestimmt hin. Ja, das glaube ich schon. Aber jetzt wollt ihr hier mal noch nach
neu gespawnten Monstern schauen, von denen ich bisher keine sehe. Nee, am Geschwindigkeitsdrang liegt es nicht, dass ich nicht klettern kann. Dachte ich gerade, aber inzwischen hat er schon wieder nachgelassen. Drum weiß ich jetzt gerade nicht mit Sicherheit, ob es daran lag oder nicht. Auf jeden Fall hier jetzt nochmal die Aussicht über das Tal zu genießen, unabhängig davon, ob hier oben Viecher sind, hat jetzt nochmal ein ganz anderes Feeling nach all den Abenteuern, die wir hier in der Kolonie erlebt haben. Wirkt dieses Tal natürlich nochmal ganz anders, gell? In dem Sinne. Ja, in dem Sinne, lass mir überlegen, wo soll ich mich hin teleportieren? Meint ihr, dass nochmal Sumpfhaie im Sumpflager gespawnt sind? Könnte sein, oder? Da war ich ja, habe ich ja in diesem Kapitel noch nicht den Sumpf selber abgecheckt. Schau mal einfach mal kurz, warum nicht? Dann kann ich da auch gleich nochmal in der Hütte pennen und alles regenerieren. Auch wenn die da nicht so happy drüber sein werden. Ich kann auch ein bisschen einfach so die Waffe gezogen haben. Dann sagen die, steck die Waffe weg. Und dann kann ich eine kleine Prügelei anfangen. So. Und dann, oh, Erfahrung. Der Typ denkt sich auch, warum pennt dieser Fremde jedes Mal in meinem Bett? Ich kann seinen Zorn schon auch irgendwie verstehen, weil ich ja halt immer in seinem Bett penne. Gell? Ich verstehe es irgendwo, aber andererseits, sehr geil, Mann. Der hat inzwischen auch einen dicken Bogen, den er spazieren führt. Nicht nur ein... Die Ork-Axt, warte mal, Fortuno, den man in Gothic 2 auch wieder trifft, konnte man dem nicht Kräuter geben? Oder nur handeln, so? Weil wenn es einen Dialog gibt, gibt es vielleicht noch Erfahrung dafür. Was willst du? Ja, nee, nur handeln. Okay, aber hätte ja sein können. Gibt es vielleicht noch irgendwelche anderen? Nee, das ist eher so ein Gothic 2 Ding, dass man immer wieder Sachen abgeben kann. Und meist kriegt man dafür dann auch nur... ja, halt Gold. Keine Erfahrung. Aber er kommt immer drauf an. Bei manchen Sachen, ich glaube, diese Steinplatten für Watras geben auch immer Erfahrung. Puh. Wo willst du hin? Hier darf niemand durch. Hä? Du kannst mich nicht aufhalten. Wie du meinst, Junge. Für den Schläfer! Ah! Eine weitere Gelegenheit, Erfahrung zu sammeln, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Das wusste ich gar nicht. Den Dialog habe ich noch nie gehört. Vor allem, der steht hier alle Kapitel rum. Und das ist das erste Mal, dass der versucht, mir aufzuhalten. Na, rest in peace. Es war vielleicht ein bisschen blöd, dass ich den mit Urizia bekämpft habe. Hätte ich mir Arnold bekämpft, hätte er überlebt. Aber ich habe den Verdacht, dass der insgeheim jetzt auch einer von Korkaloms fanatischen Templern ist. Weil der für den Schläfer gerufen hat und die doch eigentlich der Meinung sind, dass die haben jetzt eigentlich erkannt, dass der Schläfer nicht mehr so geil ist. Aber ich frage mich, wieso der Dialog jetzt erst kam? Wieso kam der? Kennt ihr den Dialog? Wisst ihr, warum der jetzt erst kommt? Kommt der eigentlich in früheren Kapiteln und der kam bei mir nur wegen eines Bugs nicht früher? Wie schaut's aus? Kennt ihr euch da aus? Irgendwie habe ich fast das Gefühl, so, dass, hätte das jetzt nochmal sein sollen, so, damit ich eben jetzt die Erfahrung noch kriege. Es sind nur noch 25 Erfahrungspunkte nötig für mein Level-Up. Das sind ja, zur Not haue ich die Fleischwanzen bei Gorns Fokusfestung da oben um. Ist nicht zumindest mal ein einzelner Sumpfhai hier noch irgendwie gespawnt. Es wird ja schon eine Blutfliege reichen. Eine ist ja schon neu. Ach, da. Dieser Sumpfhai hat die Ehre, der Sumpfhai zu sein, der mich zum Schwarzmagier macht. Hallo! Ja, komm. Ach krass. Und jetzt stimmt's wirklich, die Aussage von vorhin. Gerade so, bis aufs letzte Monster geht sich das aus. Wäre ein Monster weniger gewesen insgesamt, weil die Wälder habe ich ja alle gesäubert, dann hätte sich so nicht ausgegangen. Unglaublich, oder? Ha, und da ist es, das Level Up. Unglaublich, das gibt's doch nicht. Was für eine krasse Fügung. Dankeschön, lieber Gott. Eine krasse Fügung der Ereignisse hier. Okay, in dem Sinne würde ich sagen, zack, und dann ab zu Xadas. Dann wollen wir dem mal berichten, was so abgeht. Ne, was laber ich? Dann wollen wir Schwarzmagier werden. Das wollte ich eigentlich sagen. Ja, und so habe ich es geschafft, diese
Sache nochmal zu perfektionieren, ohne die Orkstatt auszuradieren. Wie die gleich reagieren, wenn ich die Statue da mit Telekinese runterhole, ist auf dem anderen Blatt geschrieben. Die werden mich wahrscheinlich trotzdem angreifen, aber ich musste deswegen ja nicht alle ausradieren. So, folgendes. So. Kannst du mich unterrichten? Ich werde dich in den 6. der magischen Kreise aufnehmen. Denn wisse, nur die mächtigsten Magier werden in den 6. Kreis aufgenommen. Er ist denen vorbehalten, deren Leben ein Zeichen ist. Dein Zeichen ist die Verbindung der Elemente. Mit dem 6. Kreis bist du in der Lage, die Magie sämtlicher Runen anzuwenden. Und vergiss nie, fordere nicht die Macht, sondern diene ihr. Diene ihr, okay. Gegenstand erhalten. Was für ein Gegenstand habe ich hier erhalten? Wäre geil, wenn da nicht nur Gegenstand stehen würde, sondern was für ein Gegenstand war. Eispfeil wird es ja wohl kaum gewesen sein. Toll, vernichten, Feuerball, Feuerball, Feuer, Sturm, Heilung, Eiswehr. Ah, wahrscheinlich so ein Buch, wo die Sprüche drinstehen, ne? Weil das, der 3., 4., 5., 6. Kreis der Magie. Todeshauch. Wow. Der Atem Belias. Gruselig. Eine Wolke aus lebensverschlingendem Nichts. Todesring. Nicht viel ist überliefert über die Rune mit der Macht von Uriziel. Es ist nur so viel bekannt, als dass die Belias Mächte in sich birgt. Soll ich mir die vielleicht doch holen? Hey du. Erstmal noch kurz mit ihm handeln. Sei gegrüßt. Moment mal. Na klar, die Robe habe ich von ihm erhalten. Dieses Buch habe ich jetzt, glaube ich, von den Feuermagiern vorher gelootet gehabt. Aber die Robe, die habe ich doch von ihm erhalten, oder? Ich glaube, das war die Robe, die ich von ihm erhalten habe. Na klar, vor allem bin ich bekloppt, ey, um die ging es mir doch die ganze Zeit. Robe der dunklen Künste, da ist sie. Und ob ich jetzt tatsächlich doch den Stein aus Uriziel entfernen lasse, vielleicht werde ich es mal testen. Und was dann passiert, ob ich dann das Schwert weiterhin tragen kann oder nicht, das seht ihr beim nächsten Mal. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Das Let's Play nähert sich langsam seinem Ende. Freut mich, falls ihr es bis hierher genossen habt. Alles Gute. Ciao.